Hallo Leute! Oh ja, ich fühle mich heute unansehnlich. Aber das macht nichts. Ein Zweitkanal ist dafür da, um mal richtig schön assi auszuschauen. Nee, nee. Ich wollte nur ganz kurz was sagen. Und zwar, weil sich. Also es gibt nur ein paar Sachen. Fangen wir mal an. Ohne Konzept. Als erste. Viele von euch fragen mich: Ey! Alter, mach doch mal wieder ein Gewinnspiel. Und ich habe mich jetzt rangesetzt und habe mich rangesetzt und habe mich rangesetzt und habe mich rangesetzt und habe mich rangesetzt. Und so beim Sitzen habe ich dann gedacht, gut, wenn du hier schon sitzt, kannst du auch was machen. Und habe mich gekümmert. Und habe mich gekümmert und habe mich gekümmert und ne, Strategie dahinter verstanden. Genau. Ende vom Lied. Es wird ein Gewinnspiel geben. Im April. Und ich glaube, das wird ziemlich fett. Und es wird im Rahmen einer Review sein. Da gibt es dann wieder ein Review dazu gleich. Ah, gut, also jetzt egal. Könnt euch drauf freuen. Es wird eine richtig coole Sache. So. Das nächste, weil viele gesagt haben: Ja, warum ist, nach meinem FAQ-Video, warum ist bei deinen Lieblings-YouTubern nicht der und der bei und nicht der und der bei und nicht der und der bei? Das hatte ich doch extra gesagt. Ich hatte doch gesagt, ich kann jetzt nicht 25 Leute hier oder 30 oder 40, 50, 60, 70, 80, 90 Leute aufzählen, weil es einfach zu viele gibt. Ich habe so viele amerikanische YouTuber nicht gesagt. Ich habe aber auch viele von meinen absoluten Lieblingsdeutschen YouTubern nichts gesagt. Da war Cuddy bei. Einfach weil sie leider Gottes nicht mehr allzu aktiv ist. Das heißt nicht, dass ich ihre Arbeit auf YouTube jetzt weniger geil finde. Die ist immer noch total genial. Ich habe die Polysemia-Jungs nicht genannt. Das tut mir jetzt im Nachhinein auch ziemlich leid, weil es gibt wohl kaum ein monatliches Highlight wie eine neue Polysemia-Folge. Wäre jetzt nichts mit Rumble Beast 666 oder Polysemia oder so anfangen kann. Ich habe euch alle, die ich jetzt hier nochmal nenne, unten verlinkt. Die sind echt cool. Ja, was war noch so? Nee, das war's eigentlich. Also, ich habe ein paar Leute vergessen, das wollte ich euch zur Beruhigung nochmal erzählen. Dann müsst ihr aufhören, unbedingt aufhören, immer sofort euch rumzubeschweren, wenn es darum geht, um die Verarbeitung von Videos. Wie oft sehe ich: Ja, deine Quali ist voll scheiße, was für ein Mist, Kack, Dreck, bla, bläh. Macht nichts. Also, wenn das erste Kommentar schon dasteht, wenn bei mir noch steht, Video ist im Upload, dann frage ich mich: A, wie geht das? Okay, YouTube lutscht ja manchmal ein bisschen, das wissen wir ja mittlerweile. Aber ich denke mir dann halt auch irgendwie: Bleibt mal locker. Ist genauso wie der Thumbnail-Upload. Da macht man halt irgendwas und das Thumbnail wird dann aber auch mal eben, keine Ahnung, 2, 3, 4 Stunden nicht sofort von YouTube aktualisiert. Seid mal ein bisschen gechillter. Regt euch mal nicht alle über irgendwas sofort auf. Das ist so typisch deutsch. Lyncht ihn! Haha, wir haben einen Grund gefunden. Reißt ihm den Kopf ab! Locker. Locker. Das ist hier alles zum Spaß. Ja? Also nehmt das mal alles nicht zu ernst. Jetzt so speziell an meine paar Kandidaten hier. Was noch? Ja, mein Rechner läuft. Woo! Mein Rechner läuft. Habe ich nicht eine coole Maus? Die Maus ist echt geil. Und hoch, Gegenlicht. I'm so sorry. Obwohl, so hübsch bin ich halt heute wirklich absolut nicht. Am besten nicht. Mach einfach so weiter, dann müsst ihr euch das nicht reinziehen. Diese Unansehnlichkeit in Persona. Nein. Ja. Mein Rechner läuft. BIOS-Update. Im BIOS das Ding irgendwie auf. Scheiß auf Strom sparen, volle Leistung, Energiesparplan, alles aus. Jetzt habe ich auch kein Problem mit den USB-Controllern. Wie dem auch sei. Wie Maxi Stettenbauer sagen würde: Der Unterschied zwischen einem Mac und einem PC, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich beides habe, ist, du machst den Mac an, er läuft. Du arbeitest, bis du ihn wieder ausschaltest. Du machst deinen Windows-Rechner an, beißt erstmal 3 Stunden lang in die Tischkante, hast 4 Wochen Spaß, das Ding irgendwie zum Laufen zu kriegen, weißt nicht, warum es nicht funktioniert, und eines Tages kommt der Tag, er funktioniert, aber du weißt auch nicht wirklich, warum. Ich stehe auf Abenteuer, von daher macht das nichts. So, wir schweifen ab.
Viel mehr passiert hier heute auch nicht. Gewinnspiel ist geregelt. Blablabla. Ich gehe gerade vor meinem geistigen Auge durch. Das passiert, wenn ich mir nichts aufschreibe, was ich noch sagen wollte. Keine Ahnung, mir fällt sowieso erst wieder ein, kurz nach dem Upload. Von daher, macht es gut, Leute. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, eine traumhafte Woche und verabschiede mich mit einem unheimlichen Mann und unheimlichen Figuren, die tanzen und singen zu unheimlicher Musik. Ha, da klingelt's. Tschüss.